Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie einladen zu dürfen zu dieser Ausstellung Kunst für Kempten. Kunst für Kempten ist eine vielseitige, eine sehr bemerkenswerte Ausstellung, bei der Bilder und Werke zu sehen sind, die aus Kempten stammen, aber auch sehr viel über unsere Stadt aussagen. Und zu entdecken gibt es wahrlich viel. Ich denke an bedeutende Werke von bekannten Hofmalern des Klosters Kempten. Zu sehen sind aber auch die Allgäuer Landschaft, beispielsweise von Lochbieler, den Sie als begeisterte Theaterbesucher mit Sicherheit kennen, weil er den schönen Vorhang dort gestaltet hat. Oder aber auch Allgäuer Zeitungslesern bestens bekannt, Karikaturen von Baltes alias Manfred Küchle. Kunsterzieher unserer Schulen, unserer Kemptner Schulen sind ebenfalls zu besichtigen und vieles, vieles mehr als ein buntes Programm. So möchte ich vor allem Danke sagen denen, die hier mit viel Enthusiasmus und Begeisterung diese Werke zusammengetragen und gesammelt haben. Natürlich den Freunden der Kemptner Museen mit der Vorsitzenden Frau Gradmann und dem Kurator Herrn Dr. Scharrer. Kommen Sie, schauen Sie sich diese lebendige, vielseitige Ausstellung an und erzählen Sie davon weiter. Ich bin mir sicher, Sie sind begeistert, so wie ich auch. Ich finde Kunst so wichtig und dazu möchte ich jetzt ein Zitat von August Everding, den sicher alle von Ihnen noch kennen, sagen. Der sagte, ohne Kunst geht ein Volk unter. Kunst und Kultur sind lebensnotwendig. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Im Laufe der Zeit hat sich dann der Verein doch etwas aufgestockt. Wir haben inzwischen 350 Mitglieder circa. Und wir haben inzwischen Kunstwerke für über eine halbe Million angekauft, Euro wohlgemerkt. Und wenn ich jetzt zu den Kunstwerken selber etwas sagen darf, dann gibt es zu vielen Dingen ganz interessante Geschichten. Zwei sehen Sie gleich hinter mir, diese beiden Uhren. Die wurden von Uhrmacher Pfeffer, ein geborener Kemptner, gemacht. Die Rokoko-Uhr ist signiert und datiert und es steht auch drauf für die Residenz Kempten. Die klassizistische Uhr ist später hergestellt worden und die war auch nicht für Kempten bestimmt. Wir haben sehr viele Kunstwerke aus der Frühzeit gekauft, wir sammeln aber auch moderne Werke und wenn Sie so durchgehen, werden Sie sehen, dass wir quer durch die ganze Kunstgeschichte vom Mittelalter bis heute gesammelt haben. Wir stehen hier vor einer Wand in der Ausstellung, die wir Kemptner Hängung bezeichnet haben. Kunsthistorisch gibt es natürlich diese Kemptner Hängung nicht. Sie wird in der Kunstgeschichte als Galeriehängung oder auch als Petersburger Hängung genannt. Zentraler Inhalt ist eben eine chaotische Ordnung oder, wenn Sie wollen, ein ordentliches Chaos. Was wir damit ausdrücken wollen, ist eben möglichst vielen Allgäuer Künstlerinnen und Künstlern, die in der etwas größeren, anberaumten Ausstellung keinen Platz gefunden hätten, auf die Weise ins Bewusstsein zu bringen. Abgesehen davon, auch der Fürstabt von Kempten hatte ja einen Galerieraum in seiner Residenz mit 155 Bildern, die er gesammelt hat. Dazu kamen noch 26 Kopien und eigene Werke seines letzten Hofmalers Johann Michael Koneberg dazu. Hier sehen wir einen Franz Weiß, einmal nicht so, wie ihn die meisten Kemptner kennen. Franz Weiß stammt ursprünglich aus München, hat dort studiert und in einem Atelier gearbeitet, kam dann mit 28 Jahren nach Kempten. Seine Devise war, dieses verschlafene Provinzstädtchen etwas aufzumischen. Das gelang ihm. Nach dem Krieg initiierte er den ersten Rosenmontagball. In den folgenden Jahren dann die Bälle
die sogenannten gipfelten Kühebälle. Er hat auch werbegrafisch viele Aufträge bekommen. Der berühmteste Auftrag, der bis heute nachhält, ist die Gestaltung des Bübles vom Brauhaus, das Büblebier, ist ja eben bekannt. Dieses Etikett hat er entworfen und die Leitung des Brauhauses war so begeistert, dass sie das gleich zum Signet ihres Betriebes machten. Wir stehen hier vor einem Teil eines heiligen Grabes vom Kempner Hofmaler Franz Georg Herrmann. Heilige Gräber sind erstmals genannt im Jahr 1100 in Gernrode. Sie fanden ihren Höhepunkt in der Barockzeit, wo man ganze Theaterkulissen aufgebaut hat, vielfigurig, mit vielen Teilen beleuchtet, mit Schusterkugeln in bunten Farben. Oft konnten Figuren auf- und abwärts gezogen werden, etwa der auferstandene Christus dann am Ostermorgen. Diese Art von heiligen Gräbern ist dann schon Ende des 18. Jahrhunderts, vor allen Dingen aber dann nach der Säkularisation, verschwunden und hat erst so in den letzten 10, 15 Jahren, nachdem auch wieder die Bilderstürmerei der 50er Jahre, der 1950er Jahre, so manche Kirche leergeräumt hat, wieder neue Tradition gefunden. Eine Inschrift, die auf vielen heiligen Gräbern zu finden ist, ist auch hier zu sehen: Dein Grab wird herrlich sein, nach Jesaja 11, Vers 10. Hier sehen wir einen Becher, einen Silber-Goldbecher mit Futteral des Kempner Goldschmieds Hans Marte, von dem wir nicht viel wissen. Wir wissen nur, dass er 1559 in Kempten verstorben ist. Der Deckel lässt sich abheben und das Innere ist nun leider leer, aber die ganze Art und Weise deutet auf einen sogenannten Häufebecher hin. Das heißt, im Inneren befanden sich noch kleinere Trinkgefäße, also wenn ein Gast kommt, dass man ihm aus diesem großen Becher im kleinen Becher einen kleinen Trunk anbietet. Die Statuette auf der Deckeloberseite zeigt einen nackten Knaben mit einer großen Schraube in der Hand. Das deutet darauf hin, dass Hans Marte den Auftrag für diesen Becher wohl von einer Kemptner Zunft bekommen hat. Naheliegend ist es, dass es sich dabei um die Zunft der Neberschmiede handelt. Eine Zunft, die sich die Schrauben und feinmechanisches Gerät verfertigte. Hans Dietmann gilt in Fachkreisen als letzter Radierer des Allgäus. Dietmann wurde in Immenstadt geboren, wuchs in Memmingen auf, studierte dann in München für das Lehramt Germanistik und Kunstgeschichte und setzte dem noch ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste obendrauf. Dietmann war also Kunstpädagoge und Künstler. Er bildete sich durch Arbeiten in Tempera, Aquarell, Zeichnung, Radierung und Öl stetig fort, besonders aber eben der Radierung. Sein besonderes Interesse galt dabei den Bergblumen in ihrer natürlichen Umgebung, insbesondere in der Nagelfluh. Verbunden ist auch die farbige Darstellung des Nagelfluhgesteins in der Nahsicht. Er fertigte Zeichnungen und Radierungen elementarer Formen und Stimmungsinhalt in der Gebirgslandschaft. Wir befinden uns hier im großen Sonderausstellungsraum vom Alpinmuseum in der Ausstellung Kunst für Kempten,
die die Freunde der Kemptner Museen zusammengestellt haben. Ich freue mich, dass wir wirklich so viele Schätze und auch einen so reichen Querschnitt durch diese Sammlungs- und Ankaufstätigkeit des Vereins jetzt hier zeigen können. Die Freunde der Kemptner Museen unterstützen uns bei Ankäufen, wenn unser Haushalt es nicht zulässt. Und ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Kemptnerinnen und Kemptner diese Ausstellung mit Kunst für Kempten auf sich wirken lassen können.